Tag 23 der Alpenüberquerung. Ja, das war quasi mein erster Marathon. Allerdings, naja, gut, in 9 Stunden mit irgendwie 10 Kilo Gepäck auf dem Rücken und in Wanderschuhen. Und ja, ich habe mir gedacht, jetzt machen wir das Ganze nochmal richtig. Naja, so halb. 3, 2, 1. Halt, stopp, hier fehlt jetzt aber einiges. Wir gehen noch mal ein paar Monate zurück und dann also. Auf ins Training, let's go. Das hier ist übrigens Yannick, der mit mir den Halbmarathon laufen wird. Volle Kinderarbeit hier. Volle Kinderarbeit. Und Yannick, freust du dich? So, ja, klar. Das wird super. Jo, morgen geht's los. Wir haben gerade die Startnummer abgeholt. Jetzt noch T-Shirt und dann. Und dann geht's nach Hause, dann essen wir was und bereiten uns für den morgigen Tag vor, ne? David ist hellwach. Es ist irgendwie 6:30 Uhr. So, guten Morgen, wir sind auf dem Weg zum Halbmarathon, noch irgendwie 1,5 Stunden. Ja, Janik, was hast du für eine Zeit geplant? Meine Zeit ist 1:52:30. Warum? Weil das genau das Tempo ist, wo ich 5 Minuten 20 pro Kilometer brauche. Ja, genau, der Plan ist, wir laufen erstmal zusammen irgendwie 5 Minuten 20 Tempo los. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 5, 4, 3, 2, 1. Da waren wir also auf den ersten Kilometern. Es ging rauf auf die Kennedy-Brücke, auf der anderen Seite wieder runter und ab zur 2-Kilometer-Marke. So, Kilometer 2, 9,36. Ist ein bisschen flott. Boah. Ja, ist ein bisschen flott, ist eine nette Untertreibung dafür, dass wir eigentlich 5 Minuten 20 Tempo starten wollten, aber wir sind so ein bisschen vom Hype am Anfang einfach mitgezogen worden. So, Kilometer 3, 14,37. Ja, okay. Kilometer 5. 24,44. So, nur noch 15, wir sind quasi da. Ab Kilometer 11 hat die Sonne dann richtig gebrutzelt und in Kombination mit dem schnellen Anfangstempo habe ich gemerkt, bei mir war jetzt so langsam Schluss, ich musste ein bisschen Tempo rausnehmen. Und während Yannick hier auf der Gegend gerade noch kurz hinter mir ist, so überholt er mich dann ein paar Kilometer später, weil bei mir wirklich gar nichts mehr ging. Meine Beine haben so zugemacht, ich hatte gar keine Kraft mehr, habe nur noch die Kilometerstände abgefilmt und konnte mich gar nicht mehr aufs Filmen konzentrieren. Hab mich ab Kilometer 17 wirklich wahrscheinlich mit einem 6 Minuten pro Kilometer Tempo oder so irgendwie durchgequält. Und ja, irgendwann kam dann zum Glück
Der letzte Kilometer. Ja, und du denkst dir nur nach jeder Kurve, Alter, das muss doch jetzt die letzte Kurve gewesen sein. Lässt dich irgendwie von der Masse mittreiben, deine Beine machen eigentlich komplett zu. Und dann kommt am Ende dieser letzte Endspurt, wo du nochmal jemanden vor dir siehst, denkst, es sind nur noch 20 Meter, komm. Ich wurde die gesamte Zeit überholt, du gibst nochmal alles und zack, du bist im Ziel und hast einen Krampf. Ja, und dann begann wirklich ein mehrstündiger Fiebertraum. Ich fasse das Ganze mal zusammen als Tipps, wie ihr euren Halbmarathon ruiniert. Erstens, overpacen am Anfang. Zweitens, zu wenig essen während des Laufs. Drittens, nach dem Lauf so viel essen, dass euch schlecht wird. Und viertens, gebt ihr am besten natürlich noch euren Freunden das Handy und macht keinen Treffpunkt nach dem Halbmarathon aus, sodass ihr sie erst nach 6 bis 7 Stunden wieder seht. Naja, on a more serious note, eine Stunde 53 dafür, dass ich gefühlt alles falsch gemacht habe, was man hätte falsch machen können, ist immer noch eine solide Zeit. Ja, und ansonsten, ich bin gerade mit dem Cut fertig, also falls euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben und Abo da lassen und dann ciao ciao.